Für die U23 von Fortuna Köln steht zwei Wochen vor Saisonbeginn ein echter Härtetest auf dem Programm. Der Sechstligist testet gegen den Regionalligisten TV Herkenrath. Aufsteiger TVH ist ordentlich in Liga 4 gestartet. 4 Punkte nach 3 Spielen bedeuten Platz 6. Die Favoritenrolle also klar, auch wenn die schwarz-weißen Herkenrather in diesem Test natürlich nicht mit der ersten Elf auflaufen. 8. Minute, die Kölner im Angriff. Mohamed Lohm setzt das erste Ausrufezeichen, 1:0 Fortuna. Was ein herrlicher Auftakt. Aber nur 1 Minute später verliert der Senegalese den Ball. Giorgi Antoski sagt Danke, der schnelle Ausgleich für Herkenrath. Der 26-Jährige stand bislang erst einmal in der Startelf. Letzte Woche kam er von der Bank. Weiter der TVH mit Barish Sarikaya und Philipp Simon lässt die dicke Chance zur Führung liegen. Die 22. Minute wieder Simon, gutes Pressing des Offensivspielers und dann Antoski zum zweiten. Jetzt führt der Regionalligist. Aber auch die Fortuna spielt noch mit und wie. Überragende Kombination. Nakaya legt quer für Güler. 2:2, der erneute Ausgleich in der 30. und der Schlusspunkt in Hälfte 1. Zweiter Durchgang, Ecke Herkenrath, Innenverteidiger Flender ist zur Stelle, der TVH wieder vorne. Fast 20 Minuten später, Ecke auf der anderen Seite und auch der ist drin. 3:3 durch Tim Christopher Becker, das Spiel wird mehr und mehr zum Torfestival. Wieder keine 2 Minuten später. Köln spielt auf Abseits, doch die Fahne bleibt unten. Der eingewechselte Suel Nadja zum 4:3 für Herkenrath. Der Deutsch-Tunesier beim TVH gesetzt, schon mit 2 Toren in 3 Ligaspielen. Die 72. Weiter geht die wilde Fahrt. Herkenrath-Keeper Tom Brauer hat eigentlich alles im Griff, aber nur eigentlich. Juan Ramos Alvarez Koch setzt nach 4:2. Ganz grober Schnitzer des TVH-Ersatzkeepers. Direkter Gegenzug, Suel Nadja gegen 1, 2, 3, 4. Michael Hasemann schiebt ein. Der TVH geht zum 4. Mal in Führung. Der junge Innenverteidiger kam im Sommer erst vom 1. FC Köln 2. Aber die Fortuna gibt einfach nicht auf, hat immer wieder was dagegen zu setzen. Tolle Einzelaktion von Kabambi. Nakaya steht goldrichtig. 5:5, der pure Wahnsinn. Aber das Spektakel ist noch nicht beendet. Freistoß TVH, Sarikaya, viel fehlt nicht. 10 Minuten vor dem Ende, nochmal Ecke für den Viertligisten. Köln bekommt den Ball nicht raus und Nadja setzt den Schlusspunkt. Doppelpack des 22-Jährigen und das 11. Tor dieser äußerst unterhaltsamen Partie. Regionalligist Herkenrath gewinnt am Ende mit 6:5 und hat vor dem Duell gegen den Bonner SC am Samstag vor allem am Torabschluss gearbeitet. Für die U23 der Fortuna geht es am Samstag zu einem weiteren Testspiel nach Deutz, bevor am 26. August dann der Landesliga-Saisonstart gegen Bad Honnef ansteht. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.